Im weiten Sternenraum und hier auf Erden fand ich Probleme und ich löste sie. Gefahr und Irrtum kann bezwungen werden. Des Todes Rätsel nur bezwingt man nie. Ich habe ihn sofort wiedererkannt. Ich habe ihn durch die Glasscheibe gesehen, wie er in Richtung Gepäckhalle lief. Er trug eine zerknautschte Jacke, so wie immer, und wirkte hektisch. Er hat mich überhaupt nicht wahrgenommen. Ich habe wie wild gewunken und gerufen. Ein Passagier hat das gesehen und gab ihm ein Zeichen. Erst dann schaute er zu mir. Irgendwann bekam ich diese Mail aus Paris. Marie wollte die Scheidung. Irgendwie war alles unwirklich. Marie heulte. Mein Kopf war dumpf wie Watte. Nur die bescheuerten Lampen, die wir gemeinsam gekauft hatten, klirrten leise. Also ich fand damals irgendwie schräg. Er ist überhaupt nicht schräg, ja? Okay, cool. Lauf weg, flieg heim. Lass dich nicht scheiden. Was dann? Den hier, der die Wahrheit spricht, verjagt man aus neuen Dörfern. Mit einem Mal fing Lucie an, hemmungslos zu schluchzen. Ein einziges Welchen Sinn hat es, Kinder zu kriegen? Dass sie einem das Leben kaputt machen? Ich wollte das Baby. Ich konnte inzwischen hatte ich Angst. Das ist die Wahrheit. Ich wollte es nicht zugeben, aber ich war echt sauer. So kompliziert. Ich kann nur weiter festgestellt werden. Im Sonnenfall gibt es nie eine hundertprozentige Gewissheit. Ich habe nicht wie vereinbart vor der verblödeten Schule gewartet. Lieber hätte ich mich nackt über eine frisch geteerte Straße gerollt, als meine Mutter zu Amat und das Mädchen schwiegen. Ich schwieg nicht dann auch, aber innerlich da kochte ich. Mine. Ich brauchte nur an diesem Tag zu denken. Ich habe ja nur was an hemmungslos zu schluchzen. Ein einziges verzweifeltes Blut. Marie wollte die Scheidung. Ich kämpfte wie eine Verrückte. Weshalb eigentlich? Schwachsinnige Idee. Schwachsinnige Idee, dass sie ihn hier haben wollte. Ausreden wollte ich sie auch nicht. Das hätte ich nicht gewagt irgendwie. Ich kann nur weiter festzustellen. Im Sonnenfall gibt es nie eine hundertprozentige Gewissheit. Aber die Parfums! Die Schwestern haben ein oder zwei an mir getestet. Ich setzte mich zu Celine, an ihre rechte Seite, nahm ein Parfum und sprühte es mir auf den Hals. Dann beugte ich mich über sie und legte ihre Hand in meine. Celine, wenn du das Parfum riechen kannst, drück einen Mal fing Lucie an, hemmungslos zu schluchzen. Er packte alles zusammen. Ich sah, wie er Leon Fuad umarmte und dann langsam durch das Gartentor auf die Straße ging. Ich stieg auf mein Bett, um ihn noch so lange wie möglich sehen zu können. Dann kam das Straßeneck und weg war er. Amat war verschwunden. Stell dich nicht der Wahrheit in den Weg, dann wird sie dich erreichen.